Wir sind hier jetzt in den Heiligen Hallen, also das heißt in eurem Clubhaus, ne? Richtig. Ja. Das ist das ganz Typische bei uns in der Vespa-Welt, dass wir halt irgendwelche Schrauber, Höllen, Garagen, Hinterhof, Löcher haben, in denen wir uns verbergen müssen vor der Öffentlichkeit. Bei uns hilft ja keiner, ne? Wir müssen uns alle selber helfen. Und das ist auch im Grunde das Wichtigste, was an Message rumkommt. Wer eine Vespa fahren will, der sollte entweder eine gute Gemeinschaft um sich herum haben, wo man sich einander helfen kann oder halt selber schrauben können. Weil Werkstätten gibt es in der Form nicht. Findet man einen Lackierer, der Lust auf eine Vespa hat? Ja, ich habe das bei Prinz Porno durch. Ganz, ganz schwierig. Das ist richtig, ja. Und also das heißt, das ist euer Clubhaus, ihr schraubt hier gemeinsam? Wir schrauben hier gemeinsam, machen zwischendurch mal ein Grillfest, machen zusammen Ausfahrten. Ja. Und das ja, wie gesagt, hier helfen wir uns dann halt auch mit den Schrauben gegenseitig. Das heißt, wenn ich das sehe, wie ihr das hier so arrangiert habt für euch, ist das insofern geil, weil, ich weiß nicht, du hast ja mein Video gesehen, ich habe das ja mit so einer Folie um mein Party-Pavillon gemacht und ihr habt euch aber hier schon was gebaut, dass man sagen kann, das hat schon den Anschein, dass es durchaus sehr professionell ist. Ja, es ist auf jeden Fall einiges an Hirnschmalz reingeflossen halt, ne? Ja. Also so richtig Gedanken gemacht, wie kriege ich Frischluft in die Hütte, wie sauge ich vernünftig ab. Ja. Ohne die Umwelt zu schädigen. Ne? Also Das ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, klar. Ja. Ja, also wenn ich daran denke, wie ich mich abgemüht habe, das Ganze so bei mir in der Garage, das ist, hat einen ganz anderen Glanz hier tatsächlich. Ne? Und hier helft ihr euch den Gegensatz. Sprich, ihr, wir haben da auch, ich blende euch das mal ein, hier eine wunderschöne grüne kleine Mopete stehen. Das war ein Unfallschaden, den du repariert hast. Das war ein Unfallschaden, der hier stand. Vom Kollegen, der halt leider auf die Schippe genommen wurde. Ah. Ihm geht's gut, ja, Gott sei Dank. Ein paar Blessuren gehabt, ja. Okay. Roller sah natürlich scheiße aus. Ja. Dann ist der Fitti, glaube ich, von Blechmann, war okay. Glaube ich, dran. Ja. Hat das Ding gerichtet. Ja, und dann habe ich ihm halt hier geholfen, das ganze Ding wieder ans Laufen zu also sprich wieder von der Farbe halt oder? Wieder schön zu machen. So, lass uns mal über das Ding hier reden. Was ist wichtig, was wir wissen sollten? Mal abgesehen davon, dass das Ding hier schon lackiert ist, aber was machen wir als allererstes? Als allererstes, wenn ich hier dran gehe, werde ich erstmal einen Lösemitteltest machen. Das heißt, ich werde gucken, ob das Lösemittel beständige Farbe ist, weil ich kenne diese indische Meisterlackierung. Ja, also ne, wenn es halt auch wieder so ein, wie früher halt bei den Vespas üblich war, sind 1K-Materialien, keine 2K-Materialien. Oh, war ja. Da drauf spachteln ist ein Riesenproblem. Das löst dann tatsächlich die Farbe an, kannst du später abblättern. Hier also, sehe ich auch mega Läufer. Guck mal hier. Das ist halt. Siehst du den? Ja, das ist halt alles ja, gut. Nicht so gut. Wie du schon sagst, B-Ware halt. Ne? Dann da muss man da nicht so genau hingucken. Aber wie gesagt, also der Lösemitteltest ist schon mal ganz wichtig. Okay. Was machst du, wenn der nicht lösemittelstabil ist? Muss der runter? Nee, da muss ich mit einem speziellen Füller arbeiten. Dann habe ich, aber ich kann dann halt nicht hier drauf spachteln, so kleine Dellen etc. Da muss ich da halt blank machen an den Stellen. Kann dann erst mein Epoxy drauf machen und dann spachteln. Okay. Okay, wenn dann. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles gut ist. Ich freue mich über deinen Optimismus. Okay. Dann wäre der nächste Schritt oder in dem Fall dann der erste Schritt. Ja. Wir schleifen die einmal komplett mit 240er durch. Dann kommt unser Grundierfüller drauf und der wird dann halt nochmal geschliffen. Ja, schleifen ist. Übrigens, ich weiß nicht, wir zeigen es gleich mal, aber ich blende es euch mal ein. Mein Junior hat schon eine Backe vorgeschliffen. Ich möchte ausdrücklich, dass du ihn jetzt lobst, weil er hat wirklich gute Arbeit gemacht. Ich weiß, dass du das nochmal schleifen wirst müssen, aber wir haben schon mal ein bisschen vorgeschliffen. Es ist sehr fein, es erhebt keinen Anspruch auf Perfektion, aber wir haben schon mal uns Mühe gegeben. Ich sehe an deinem Lächeln, dass es... Okay, also wir haben... uns Mühe gegeben, aber das ist eigentlich gut. Ja. Nein, alles gut. Ich werde tatsächlich mich auch mit dem einen oder anderen Kasten Bier hierfür erkenntlich zeigen für deine Hilfe, weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, was für eine Scheißarbeit das ist und das ist echt undankbar und ich bin wirklich froh, dass du mir da hilfst und dass es dann am Ende auch vielleicht auch so geil aussieht oder noch geiler aussieht, als das, was da steht. Also wir werden... es wird auf jeden Fall besser werden, als das, was ich mache. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass du vom Matt ab bist. Ja, aber das ist halt so der Punkt. Ne? Den ersten Roller, den ich gemacht habe für sie, der war halt matt. Ich fand es halt geil, weil ich dachte, übertüncht auch so ein bisschen deine semi-professionellen Lackieransätze. Es hat ganz gut gehalten. Also jeder, der den bisher gesehen hat live, du hast ihn noch nicht live gesehen, fand den eigentlich ganz okay. Für Sprühdose echt okay. Aber jetzt darf es dann halt, also wäre es schön, wenn es halt gut aussieht. Aber schwarz wird auf jeden Fall definitiv glänzend viel schöner wirken.
Du sagtest, also da verlasse ich mich echt auf dein Wort. Wenn man den dann, also mit Haftgrund, dann geschliffen und dann nochmal Haftgrund, oder wie machst du dann weiter? Nee, also wenn der Grundierfüller drauf ist, ja? Dann wird halt in zwei Stufen geschliffen. Endschliff wird hier 600 sein. Okay, noch mehr Schleifen. Mhm. Genau, also gut. 400, 600. Freu mich. Dann kommt unser Basislack drauf. Ich habe mich für ein Zweischichtsystem entschieden. Ja. Das heißt einmal Basislack, dann Klarlack. Ja. Wir hätten hier auch ein Einschichtsystem machen können, finde ich aber die Ergebnisse nicht ganz so schön. Okay. Ja, das ist dann zum Beispiel der LKW-Bereich, die Unitöne. Okay. Ja, ich bin, wenn es geil aussieht, freue ich mich. Ich denke, am Ende werdet ihr euch freuen. Ja, ist ja für dich. Solange die Kamera nicht zittert, ist alles gut. Ist übrigens sehr kalt. Ich habe hier noch so ein paar Unreinheiten auf dem Trittbrett und so weiter. Da unten, da war auch so ein bisschen, ist Lack abgeblättert und so, aber das ist dann alles, das machst du dann alles. Das werden wir alles bearbeiten. Ich werde hier jetzt nochmal gucken, was hier zu dengeln ist. Hier die Sicke zum Beispiel nochmal ein kleines bisschen nacharbeiten. Ja, die sind mal vorstellen. Dann im Trittbrettbereich spachtel ich ungern, aber wir ziehen das hier einmal ganz dünn ab. Also da sehe ich jetzt keine Probleme. Ja, spachteln am Trittbrett, das hatte ich mir tatsächlich auch bei deinem Roller. Auf dem Trittbrett spachteln kann halt eine totale Katastrophe werden. Ne? Ja, das also spätestens das wenn du Seitenständer fährst, wird's scheiße. Das ja, es wird Seitenständer. Deswegen darf das also so gut wie nicht sein. Wir haben hier keine größeren Karosserieverletzungen, also dass wir nicht verzinnen müssen oder. Ja, so die ein oder ein kleine Delle habe ich schon gesehen, aber da sehe ich nicht so die Probleme. Okay. Gut, lasst uns mal ein bisschen was über den Prozess des Lackierens als solches sprechen. Ich blende euch das mal ein. Hier liegen jetzt jede Menge Pistolen. Erklär uns mal, weil ich hatte dich ja auch interviewt, am Telefon schon, was die Sprühpistole gibt es da nicht für eBay, 50 Euro reicht das nicht, und da hast du sehr schallend gelacht und hast gesagt, kannst du machen, ist halt scheiße. Sag uns mal was zum Pistolen. Also für die Grundierung oder Grundierfüller werden wir... Warte mal, ich hole die mal, Sekunde. Genau. Das ist jene, das ne? ist jetzt tatsächlich eine von, wo ich so lächeln musste, aus ja. eBay. Ja, die 50 Euro Variante. Aber zum Grundieren wird die mir reichen. Ja. Beziehungsweise auch zum Füllern. Das ist eine 1,8 mm Düse. Okay. Da kommt es nicht aufs Spritzbild an. Da ist wichtig, dass genug Material einfach draufkommt. Draufhauen, genau. Und das wird sowieso dann runtergeschliffen. Genau. Okay. Dann beim Basislack werde ich mit einer 1,3er Düse arbeiten. Welche ist das? Das ist einmal die Deville Biss, wo Base draufsteht. Die hier. Ich habe einmal die Clear und einmal die Base. Guck mal, das Unterschied. Genau. So, okay, dann nehme ich dir die wieder ab. Die Base, da haben wir die 1,3er Düse. Ja. Das ist natürlich dann auch schon wieder eine ganz andere Preisklasse. Wo reden wir hier von? Hier reden wir, die lagen damals 350, 380 Euro. Du hast eben, als wir beim Lackcenter waren, hast du, als wir draußen auf dem Parkplatz waren, hast du ein bisschen gelächelt, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, 24 Dosen verballert für den Roller. Und das geht halt deutlich günstiger, wenn man sich halt Gebinde kauft. Ne? Genau. Aber da brauchst du halt so eine Pistole dazu und da brauchst du halt auch den entsprechenden Kompressor. Aber es ist halt wichtig, dass man da entsprechend dann die richtige Pistole und den richtigen Luftdruck dahinter hat. Ne? Genau. Also Durchsatz, wie vorhin schon gesagt gab, 320 Liter circa. 320 Liter, ja, das ist mit dem 50 Liter Baumarktkompressor nicht zu machen. Genau, da hast du keine Chance. Da wird das, also spätestens beim Metallic Lack kriegst du es kotzen. Okay. Dann hast du noch eine da liegen. Genau, das ist die Clear. Dann haben wir einmal zweimal Clear. Okay. Die Clear benutze ich für 2K Unilacke. Jawohl. Und dann haben wir einmal hier, das ist das absolute Schätzchen, das ist meine Klarlackpistole. Oha. Das ist so quasi der Lamborghini unter den Lackierpistolen. Wenn man das so hört, sagt man immer, teuer ist auch gleich geil, aber warum ist das so? Warum also der, ist so eine teure Pistole auch besser? Also der Unterschied bei dieser Lackierpistole ist zum Beispiel, dass die bei sehr frühem Druck anfängt schon fein zu zerstäuben. Pistole hat einen Zerstäubungsdruck, fängt der an bei, jetzt darf ich nicht lügen, 0,3 Bar. Okay. Und da liegt eine SATA schon deutlich drüber. Okay. Und SATA ist halt für jeden schon ein Begriff. Das heißt, je feiner zerstäubt wird, desto besser das Ergebnis. Desto schöner das Ergebnis, genau. Mhm. Wie oft werden wir Klarlack drüber ziehen? Einmal reicht. Einmal reicht? Also einmal lackieren. Also wenn man es professionell quasi, reicht einmal. Quasi anderthalb Gänge. Ne? Okay. Und idealerweise ist es auch so, dass man alle Teile auf einmal lackiert, ne? Also wegen dem Farbton. Ich meine, jetzt schwarz ist schwarz, aber... Das hängt tatsächlich vom Farbton ab. Deswegen mischt du auch halt, wenn du Farbe anmischen lässt, ist am besten immer direkt die volle Menge mischen zu lassen. Mhm.
weil beim Mischen schon alleine Unterschiede entstehen können. Mhm. Okay. Bei manchen Farben, wie du auch schon sagtest, kommen mehrere Farbtöne rein. Ja, um das Ergebnis zu erzielen. Ne? Genau. Bei Metallics oder Permutfarben ist das ganz katastrophal mit den Ceralics und so. Wenn dann jetzt natürlich derjenige, der die Farbe mischt, jetzt davon einen Tropfen mehr drin hat und beim nächsten Mal einen Tropfen weniger, hast du schon, wenn, je nachdem wie hoch die Menge ist, einen Farbunterschied. Also es kommt nicht selten vor, dass du dann bei so Fahrzeugen im Kfz-Bereich dann auch schon mal eine komplette Seite machst. Obwohl du nur vorne den Kotflügel beschädigt hast. Was kostet heutzutage, ne? Wenn du zum Lackierer gehst und wenn du jetzt nicht irgendwie im Club die Möglichkeit hast, dass man sich einander helfen kann. Aber was kostet beim Lackieren der Klee? Womit musst du rechnen? Hier jetzt mit dem Schwarz-Uni würde ich jetzt aus dem Stegreif sagen, schätze ich mal, liegst du so zwischen 1600 und 1800. Für eine Vespa? Für eine Vespa, ja. Boah. Also ist es umso besser, wenn du jemanden hast, der dir helfen kann. Genau. Ne, wenn man das quasi dann, ja... Ja, 1600 Euro. Es ist halt viel Handarbeit. Ne? Genau. Und brutal, wie schon gesagt, also es gibt wenig Lackierer, die da tatsächlich Bock drauf haben. Ne? Vielleicht ein Azubi, der lernen muss, wie man schleift. Ja, spätestens am zweiten Tag meldet er sich krank. Okay, alles klar. Ich meine, ja, okay, aber man, das ist wahrscheinlich tatsächlich die Realität. Ja, okay. Was mir noch wichtig wäre, das ist etwas, was ich bei deinem alten Roller auch gemacht habe. Ich habe die Stoßkanten hier entsprechend bearbeitet. Mhm. Meine Information war, Sikaflex zu nehmen. Sikaflex funktioniert. Also ich nehme hier eine Karosseriedichtmasse von Carbon. Okay. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Car System geht auch. Ja. Ne? Car System hat auch mein Lackhändler im Angebot. Okay. In der Produktreihe. Ja, wichtig ist, dass halt der Stoßregen oder Stoßwasser sich halt da nicht in der Kapillarwirkung dann halt schön in die Karosserie reinziehen kann. Genau, das wird halt überall in dem Falzen wird von außen einmal dünn reingelegt. Das braucht ja gar nicht so dick. Wir werden auch von innen nochmal nachdichten. Unbedingt. Also das ist hier ein bisschen mau ausgefallen bei diesem Rahmensatz. In Indien regnet es halt selten, sagen wir mal so. Ja, habe ich mal gehört. Ne? Ist halt so. Ja, und was wir auf jeden Fall noch machen, ganz wichtig, wenn du da Bock drauf hast, von unten werden wir noch Steinschlagschutz machen. Frage, Steinschlagschutz oder Unterbodenschutz? Steinschlagschutz. Gibt es da einen Unterschied? Ja, gibt es. Also Unterbodenschutz ist meistens bitumhaltig, okay. Nicht überlackierbar, Steinschlagschutz ist überlackierbar. Okay. Steinschlagschutz ist auch das Material, was bei den Fahrzeugen im Schwellerbereich benutzt wird. Auch besonders, ist das hart oder ist das flexibel, ist das weich? Es bleibt etwas flexibel, ja. Ah, okay, dann weiß ich genau, was du meinst. Okay. Ja, das ist mir tatsächlich wichtig. Und wenn der fertig ist, dann werde ich den auch nochmal Hohlraum versiegeln, bevor ich den zusammenbaue. Genau, weil, das ist schon mal gut, dass das nach dem Lackieren passiert. Das wäre klar von Vorteil, weil auch mit dem wer seine Roller Sand strahlt oder Hohlraum versiegelt hat, du kannst halt dem Lackierer, wenn er mit Luftdruck an den Roller dran geht, echt keinen Gefallen tun, wenn da noch irgendwie Sand auftaucht vom Strahlen. Ja, also da hat man sehr, sehr viel... Energieverbrauch vom Kompressor. Ja. Oh boy, oh boy. Naja, also das muss wirklich, also je sauberer man arbeitet, desto schöner wird das Ergebnis. Okay. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich freue mich tatsächlich sehr und danke dir echt für deinen Support, weil ich hätte das Ding auch schwarz gekriegt. Wie ist es? Ist schwarz ein dankbarer Lack? Oder weil schwarze Autos fahren ist nicht gut? Also Pflege ist schon mal sehr aufwendig bei Schwarz. Schön, das ist ja genau unser Thema. Ne? Frisch lackiert aus der Kabine sieht es immer richtig geil aus und dann fängt es an halt mit Pflege. Ne? Dann stellen wir uns den Roller quasi auf der Couch und müssen noch einen anderen bauen, den wir dann fahren können. Oh nein. Okay, ja, aber gut, der soll gefahren werden. Aber nein, alles gut, ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. ja, Vorarbeit ist schwarz eigentlich tatsächlich sehr dankbar. Wichtig ist, dass in den Spachtelbereichen die Vorarbeit, also die Fläche gut gemacht wird. Okay. Weil schwarz wirkt nachher, wenn es schön lackiert ist, wie ein Spiegel. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ist natürlich für eine Frau, die den Roller fährt, per se schlecht, weil wenn überall Spiegel sind, ne, weißt du, wie ist bei Frauen, die gucken sich ja dann häufig mal an. Ja, ja, wird dann vor der Fahrt erstmal schön, ne, die Brille gerichtet, das Make-up und so weiter. Nein, aber es ist okay. Ich freue mich sehr, wenn das Ding natürlich... Es gibt ja die Fraktion der OLAC-Freunde. Und es gibt die Fraktion derer, die auch gerne mal einen frisch lackierten Roller sehen. Mir ist es eigentlich egal. Ihr könnt fahren, was ihr wollt für einen Roller, aber ich finde frisch lackierte Roller mal sehr schön. Das
Da geht hat beides seinen Schaden, sag ich immer. Wir haben ja eben über die Grüne gesprochen, die da steht, über den Unfallschaden. Das ist, ich habe vermutet, es ist ein Scirocco-Grün, das ist es nicht. Nein, das ist tatsächlich von Mazda. Aber die beiden Töne sind sich schon relativ ähnlich. Ach, es sieht schon irre geil aus. Also es ist, leider haben wir hier jetzt keine Sonne. Ja. In der Sonne wirkt es nochmal ganz, ganz anders. Ich glaube auch. Also das ist schon, das sieht schon schwer geil aus. Und das, wenn du dann so einen schönen und neu und frisch lackierten Roller siehst, da sind die Leisten auch noch gepulvert. Wir haben ja hier auch noch ein paar Sachen vor. Du weißt das schon, ihr wisst das noch nicht. Ihr erfahrt es später. Mit Farbakzenten zu arbeiten, das ist schon eine Augenweide. Und das wertet so ein Roller halt einfach auch auf. Ja, genau. Also der Kontrast macht unheimlich viel aus. Ja, ja. Aber der eine mag es halt gern mit Patina und mit Olak und der andere mag es halt frisch lackiert. Ich mag halt auch Patina, aber frisch lackiert ist halt auch immer was fürs Auge und fürs Herz. Also ich mag es sehr und freue mich da auch drauf. Ich puste ja gerne überall Farbe drauf. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung für das, was wir jetzt hier machen. Was mich noch interessiert an der Stelle. Kunststoff. Kunststoff? Wir haben zwei Kunststoffteile hier. Genau. Alle vorher unbehandelt. Problem ist. Wie kriegst du denn da Farbe drauf, dass es hält? Muss das tempern? Ja. Also temperaturmäßig? Tempern brauchen wir nur GFK. Also GFK lackiere ich grundsätzlich nicht, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, da so viel Temperatur drauf zu kriegen zum Tempern. Okay. Da kann man besser hingehen, die GFK-Teile einmal beim Lackierer abgeben und sagen, ey, lass die mal einen ganzen Tag im Trockner. Okay. Die Teile ist kein Problem, die werden mit einem Schleifvlies und Silikonentferner vorher geschliffen, um die Trennmittel runterzukriegen. Ja. Dann kommt ein Kunststoffhaftvermittler drauf, dann kommt die Grundierung drauf, die Grundierung schleifen und dann kommt Lack drauf. Ich überlege mal, ob ich das gemacht habe bei dir. Nein, habe ich nicht. Aber bei Ihrem Roller war ja schon mal rot drüber. Also habe ich den. Also wenn es schon mal lackiert ist, ist okay. Genau das ist der Punkt. Ne? Ich meine, jetzt bist du voller Euphorie und willst deiner Frau irgendwie einen Gefallen tun und willst sowas selber lackieren. Ich bin beim Haftgrund schon ausgestiegen. Das sind so viele Sachen, die du da beachten musst, um da das dauerhaft auch haltbar zu machen. Ja, das ist halt. Ne? Jeder Beruf hat. Man lernt ja nicht umsonst 3 Jahre. Das ist richtig. So, ja, absolut. Und. Da hat man schon mal die ein oder andere Diskussion. Viele sagen, ist ja nur kurz schleifen. So. Aber da kommt ja noch viel mehr drumherum. Die ganze Energiekosten, die du hast, etc. Ne? Ja. Also da kommt schon was zusammen. Das Material, Werkzeug alleine. Ja. Ich habe 1900, wann habe ich meine Fuffi gekriegt? 1990 habe ich eine Fuffi gehabt und da habe ich hinten den Spritzschutz, weil ich einen blauen, so einen blau-violetten Roller hatte, habe ich den Spritzschutz weiß lackiert. Wie hat der Vater das gemacht? Ich habe das Ding abgebaut, habe es auf der Werkbank gelegt und habe mit der weißen Sprühdose drüber lackiert. Sah super aus, habe es dran gebaut. Das hat 4 Wochen gehalten und dann hat sich das Ding komplett spinnennetz so und dann blätterte das schön bunt immer von dem Spritzschutz runter. Das war scheiße. Von daher Kunststoff, das darfst du halt also auch nicht zu grob anschleifen, weil sonst... Genau, sonst stellen sich die Fasern hoch und dann stehen die halt nachher auch aus der Lackierung raus. Ja, deswegen haben wir da auch mit der Grundierung nochmal einen Zwischenschliff. Okay, ich bin da... gibt es da auch noch Unterschiede von den Kunststoffen her, wo du sagst... Ja, also es gibt auch tatsächlich Kunststoffe, die nicht lackierbar sind. Okay, aber das haben wir hier zum Glück nicht. Nein, nein. Okay. Okay, also ich glaube, Batterie. Die Batterie ist alle, sagt die Frau. Das heißt, wir kommen zum Ende. Wir sind auch so weit durch tatsächlich. Also die Batterie ist alle, wir sind durch. Das bedeutet, jetzt bist du gefragt. Jetzt habe ich das Blech hier abgestellt, jetzt bist du gefragt. Es würde mich total freuen, wenn du mir regelmäßig ein paar Fotos schickst, dass ich das für euch auch dokumentieren kann. Und dann sehen wir uns spätestens das nächste Mal, wenn... er im Lacke steht, oder? Ich denke. Geil. Bist auch jederzeit so mal gekommen? Ja, sehr gerne. Ich bin ja öfter mal im Ruhrpott. Ich denke mal, ihr werdet den Jay vielleicht auch über Facebook finden, wenn ihr mal eine Lackfrage habt. Ja, Facebook, Instagram. Wir haben auch eine eigene Facebook-Seite. Wespennest? Genau. Gut. Also da ist jeder willkommen im Umkreis von 50 Kilometer von Mörs. So, da könnt ihr euch mal, wenn ihr Lackfragen habt, hier mal die ein oder andere Info holen. Du machst das jetzt netterweise für mich, normalerweise machst du das nicht für andere, sondern hier tatsächlich nur für euch und eure für unsere Gemeinschaft. Genau. Das bedeutet also, bei Fragen hilfst du den Leuten gerne. Mut zur Selbsthilfe, sage ich dann nur. Ja? In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fall nicht in den Schnee und wir sehen uns mit dem Projekt bald wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao.